Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Kolloquium Spirit. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Dieses Kolloquium Spirit soll ein Bewusstsein schaffen oder das Bewusstsein noch stärken dahingehend, dass Gesundheit nicht nur auf der physiologischen Ebene zu suchen ist, sondern dass wir das ganzheitlich betrachten müssen. Und deshalb haben wir dieses Kolloquium Spirit erschaffen. Und wir haben wundervolle Gäste, die dazu einen Beitrag leisten können mit ihrer jeweiligen Expertise. Und heute wollen wir uns das Thema Allversöhnung und der Sinn der Erschaffung des Universums mal genauer anschauen. Und dazu habe ich meine wundervollen Gäste bei mir. Bakit Nur, sie ist Ärztin und Heilerin. Und dann weiterhin Dr. Stefan Becker. Er ist Doktor der Theologie, Pfarrer, Coach und Berater. Und last but not least Professor Dr. Enno Etzert-Popkes. Er ist Professor der Geschichte und Archäologie des frühen Christentums und der Umwelt. Und ich freue mich jetzt auf dieses spannende Gespräch und lade Sie herzlich dazu ein. Bis gleich. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch bereit erklärt habt, diese Diskussion mitzugestalten. Wir wollen uns unterhalten über das Thema Allversöhnung und den Sinn der Erschaffung des Universums. Etwas ganz Großes, etwas sehr Philosophisches, aber man kann es auch ganz klein auf den einzelnen Menschen herunterbrechen. Und jetzt erstmal möchte ich gerne für die Zuschauer klären, was ihr so im Einzelnen unter der Allversöhnung versteht. Und Ladies first, würde ich sagen, dass wir bei dir, liebe Bakit, nur einfach mal anfangen. Und ich möchte dich fragen, was verstehst du unter Allversöhnung? Für mich als Ärztin, Heilerin, es gibt eine große Riesenverbindung damit. Warum? Weil die Konflikte, diese Allversöhnung, Allkonflikt, es steckt in jeder individuell, in jeder Familie, in jedem Mensch, in jedem Mensch individuell persönlich. Und wie ist es für mich, ist das interessant, dieses Thema in dem Sinne, um die Krankheiten und diese, jeder Konflikt, wo es nicht Versöhnung statt nicht findet, da entsteht eine Krankheit. Und ich habe es durch meine Arbeit bemerkt, dass eine riesengroße Rolle in diesem Konflikt spielen die Religionen. Viele, die Leute verhaftet in Religionen, eine Seite. Das ist nicht nur die eine Ursache. Es ist in Konflikten, Familienkonflikten, Vorstellungen, ethisch-moralische, weil jede Nationalität hat seine ethisch-moralische diese Vorstellung und jede Familie hat seine ethisch-moralische. Und das ist die individuelle Mikroklima auf die Makroklima wirkt. Mhm. Und das ist unsere Erde. Es ist ein Planet, wo wir sind hergekommen und wir müssen einfach Verständnis haben, weil das ist ja ein Planet, wo, sage ich so, so viel Chaos nach außen, wie die sieht aus, Chaos, aber ist Wirklichkeit nicht. Ich finde, wir sind Menschen, die welches hergekommen sind, mutige Seelen, die kamen wir in diese blinde Situation, taube Situation, fast stumm, die wissen Unwissen und in diesen Körper, in Konflikt, in diese Körper schon eingesperrt werden. Und dann kommen sie von hier, Regeln von dem, Familienregeln, Gesellschaft, Stadtregeln und dann Religionsregeln und so alles und dann Unwissen. Was ist denn, wieso wir sind hierher gekommen? Und der Sinn, warum bin ich hergekommen? Warum bin ich geboren? Was habe ich meinen Sinn des Lebens hier? Nur Geld verdienen, meinen Alltag schaffen oder Geld haufen oder was oder Kinder zeugen und einfach. Der Sinn, was ist der Sinn? Es zu verstehen. Und dieser Sinn in individuell jedem Mensch fängt an und dann breitet sich und das ist von sich selbst mündet in eine globale. Mhm. Das ist von Globalen kommt individuell her und jede individuell spielt eine Rolle in diesem Globalen. Es gibt nicht die Globale von jedem individuell, außer die individuell. Deswegen, das hat eine riesengroße Rolle spielt. Und mich interessiert heute, ich danke Ihnen, dass ich in dieser Runde da, mich absolut interessiert als Ärztin, Heilerin, die Meinung von Herrschaften, von diesen absolut. Und ich bin interessiert an diesem Thema. Das ist meine, ist das für mich, ich kämpfe für die Gesundheit jeden Mensch. Weil jeder Mensch ist ein Teil von Globalen. Und wenn ein Mensch ist erlöst,
dann ist neben ihm erlösen, können sie erlösen Tausende mit. Mhm. Das ist das. Und das spielt eine Riesen. Und unsere Erde, Planet, es ist nicht der einzige Planet im ganzen Universum. Mhm. Warum? Wieso? Warum bin ich hier? Mhm. Und wenn ich weiß, mein Sinn hier, da fängt an, ich glaube, Versöhnung. Wer bin ich? Was bin ich? Nur dieser Körper bin ich? Oder was bin ich überhaupt? Wer bin ich? Du sagst jetzt gerade, du kämpfst für die Gesundheit der Menschen. Kampf ist jetzt nicht unbedingt das, was nicht jemand die richtige mit Versöhnung Wort, identifiziert. Nicht die richtige Aber Wort. Ich weiß, was du meinst. Du bist leidenschaftlich. Ja, ich sage, es in den Kämpfen ist das. Warum ich habe gesagt, ich kämpfe? Weil ich setze auseinander mit dir deren Sichtweisen. Mhm. Ich versuche, das zu klären. Ich danke dir, dass du mich hast verbessert. Richtig, ist nicht Kampf, weil aus dem Kampf entsteht, ist eine negative Energie. Ich bedanke mich, das habe ich jetzt so ausgedrückt, aber ist nicht nötig. Gegenteil, ich versuche, diese Menschen zu versöhnen. Versöhnen mit Religion, versöhnen mit der Familie. Und dann ist das, jeder, für mich ist das, wenn einer bekommt eine in seinen Verstand eingedrängte, diese ganzen Regeln, in diese hunderte, tausende Jahren, das ist unsere Gefangenschaft. Das ist die Gitter. Gitter, die welche uns hält in seine Klauen und lässt nicht raus. Und dadurch, die Menschen wollen, die sind Menschen. Warum mir gefällt zum Beispiel in Deutschland, ich komme aus Kasachstan. Diese aus der Sicht, für mich ist meine Meinung, sagen die in Deutschland, so viel treten die aus der Kirche raus und so. Ich finde das nicht negativ. Leute sind hier gesättigt, haben sie Zeit, erlebt haben Sättigungsrunden und die Leute sind auf der Suche. Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Die versuchen sie Konflikten, aus den Konflikten rauskommen. Aber das heißt das nicht, die sind aus der Religion raus, aus dem Glauben raus. Das ist nicht. Also die Suchende, wer sucht, wer schon begeht sich auf dem Weg der Suche, der ist immer findet. Und dieser Suchweg, auch ich empfinde Krankheit, genau ist das einige, ist das Krankheit, nehmen Sie, Krankheit auch ist ein Weg der Suche. Wenn man etwas was zu verstehen, etwas was zu lösen und als Heilerin, ich versuche es rauszufinden, welche Gedanken spürt, was muss dieser Mensch verstehen, um sich mit sich selbst zu versöhnen und dann komme ich automatisch auf die Globale. Mhm. Und das ist das, der Punkt. Danke, Pakit Nur. Ich möchte jetzt mal euch beide noch dazu befragen. Seid ihr, oder darf ich mal bei dir anfangen, lieber Stefan, als Doktor der Theologie? Kannst du Pakit Nur beipflichten oder würdest du da noch gerne was ergänzen dazu? Oder wie ist deine Sicht? Also ich möchte das aufnehmen, was du gesagt hast. Du erlebst viele Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Also die mit der Religion, wie sie seit Jahrhunderten verfasst ist und sich präsentiert, nichts mehr anfangen können. Und ich habe viele Gespräche mit Menschen und ich habe so wie zwei Richtungen, die ausgetreten sind, auch Freunde. Und die sagen mir dann auf der einen Seite, gerade die ältere Generation, dass mit der Religion viel Angst gemacht wurde, auch mit der protestantischen Reformierten, nicht nur mit der katholischen. Ja. Also das ist das klassische Bild, du bist da in der Sixtinischen Kapelle und siehst das jüngste Gericht. Auf der einen Seite sind die Erlösten, auf der anderen Seite die Verdammten. Ja. Das ist ja das alte Bild, das man im Kopf hat. Das sind die einen. Ja. Und dann die anderen, die sind ausgetreten, weil sie bemängeln, dass die Kirche, wo sie zu Hause waren, dass sie nicht mehr getraut, die dunklen Seiten zu benennen. Ja? Dass sie zwar irgendwelche Scheingefechte führt und sich vielleicht politisch irgendeine Richtung anhängt und politisiert, aber nicht die Ursachen benennt, wo man sie findet. Ja? Also im Persönlichen wie auch im größeren Zusammenhang. Und das hat mich dann schon sehr nachdenklich gemacht. Das sind ja wie gegensätzliche Standpunkte eigentlich zu viel Warnung und zu wenig Warnung. Also wie es ist wie beides enthalten. Und für mich jetzt, wenn ich so meine Biografie anschaue und was ich gelernt habe, so aus der christlichen Theologie, auch die Bibel, wenn man die Bibel liest, ist ja ein zentrales Thema, das Gericht. Ja? Und
ich habe immer gerungen damit, ja, ich erlebe mich ja selbst nicht als perfekten Menschen und kenne die Tendenz, dass man sich hintersinnt, ja, ich genüge nicht. Das ist das eine. Und das andere, das ist dann so meine Lebenserfahrung, dass ich nur dann zur Versöhnung mit mir selbst und mit anderen komme, wenn ich hinschaue, da wo es weh tut. Ja, also, und da gibt es Punkte, die ich benennen kann. Und ich habe dann auf verschiedenen Wegen auch die Erfahrung gemacht, da gibt es Einflüsse, die ich nicht mit meiner Biografie erklären kann. Also das muss irgendwo weit einen größeren Zusammenhang haben. Und bin erst einmal vor einem Berg gestanden. Ja? Und da gab es auch keinen frommen Spruch oder irgendeine schnelle Lösung, dass man darüber hinwegkommt. Ja, es wird schon alles gut. Am Ende ist alles gut. Ja, und ich erlebe viele Menschen, die so mit oberflächlichen Ratschlägen und Hinweisen das wegzuwischen versuchen, weil sie eben nicht hinschauen wollen. Und das ist für mich jetzt heute das Große. Ich finde das spannend, dass wir das teilen können. Wir leben in einer kaputten Welt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ob das eher besser wird oder schlechter. Es gibt Gruppierungen, die sprechen davon, wir brechen jetzt auf ins neue goldene Zeitalter, je nachdem, woran man sich orientiert. Es wird alles besser und die einen hoffen auf einen politischen Erlöser und andere glauben, dass man in eine fünfte Dimension aufsteigt. Es gibt ja ganz unglaubliche Angebote. Und für mich geht jetzt die Frage zurück, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, eben wie du es schon erwähnt hast, die Frage nach der Seele, und du hast, ich glaube, im Vorgespräch auf jeden Fall das Bild des Lichtes gebraucht. Ja. Ja? Und das ist für mich ganz zentral. Also das würde ich gerne dann nachher noch vertiefen, weil das sehr viel damit zusammenhängt. Also ich erlebe das auch. Es gibt da etwas in mir, das ist wie unantastbar, ja, und das ist wunderschön. Ja, das ist doch so. Und doch stecken wir in diesem Körper drin. Die einen sind mehr zufrieden, die anderen weniger. Und wir müssen uns auseinandersetzen. Ja, und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und was halt die Auseinandersetzung prägt, das sind die Geschichten, die uns eingepflanzt wurden, schon seit Kindheit, die wir uns selbst einreden. Und man weiß ja, wenn man eine Geschichte 100-mal wiederholt, dann stimmt sie dann auch. Also dann bekommt sie einen Wahrheitsgehalt. Ja, und das auch zu hinterfragen wieder. Also ich hab in meinem Weg unglaubliche Zusammenbrüche erlebt, in dem Sinne, dass ganze Geschichten, die, auf denen ich meinen Glauben gestellt habe, zusammengebrochen sind. Und da muss ich das neu aufbauen. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich viel einfacher als früher gewisse Dinge jetzt für mich als wahr erachte und von da aus versuche, wieder Verbindungen aufzubauen. Und ich denke, das Stichwort Licht ist da ein ganz wichtiges. Ich würde gerade mal Enno auch noch zu Wort kommen lassen, aber ihr könnt gerne, sehr gerne miteinander kommunizieren, auch wenn du da noch was dazu beitragen möchtest. Enno, dir würde ich das Wort jetzt gerne übertragen und würde dich mal fragen zu deiner Sicht der Allversöhnung. Ja. Willst du mal so sagen, wir sind ja im Frühjahr 2024 und wenn man politisch Bescheid weiß, was gerade läuft oder auch sonst die Menschheitsgeschichte kennt, ich sag nur die Weltkriege, dann ist es eigentlich geradezu, wie sagt man, abstrus, über so etwas wie Allversöhnung nachzudenken. Weil die Weltgeschichte widerspricht der Hoffnung auf eine Allversöhnung. Aber ich sage ganz einfach, erstmal als Historiker, dass es die Allversöhnungshoffnungen immer gab im frühen Christentum und die ganze Christentumsgeschichte hat es immer begleitet. Und ich will zunächst erstmal erläutern, was der Hintergrund des Ganzen war. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht trocken, aber dann kann man es besser einordnen. Und zwar, es gab eine Vorstellung von Allversöhnung, die versteht Allversöhnung als die Wiederbringung aller. Im Griechischen Apokatastasis Panton. Das heißt, alles kommt aus der göttlichen Liebe, alles kommt aus dem göttlichen Licht, aus der göttlichen Einheit und alles strebt dorthin zurück. Und die Allversöhnung ist die Rückkehr in diese göttliche Einheit. Das ist erstmal der Denkansatz und der interessanterweise ausgerechnet von kirchlicher Seite bekämpft und verurteilt worden ist. Im 6. Jahrhundert wurde in den Jahren 543 und 553 genau eine solche Allversöhnungshoffnung, wie heißt es so schön, kirchenrechtlich bindend verurteilt, das heißt Anathematisierung. Diese Verurteilung gilt bis heute, aber genau diese Konzeptionen sind für die Arbeit, die ich mache an der Universität Kiel zentral. Da kann man sich auch fragen, warum haben eigentlich gewisse Theologen das verbieten wollen? Für mich vollkommen widersinnig.
Und ich sage immer wieder, wir haben das große Jubiläum der Wirksamkeit Jesu vor uns, um das Jahr 2030 herum. Und meine These ist die, dass die Botschaft Jesu im Kern auf eine Eifersündung hinausläuft. Also ich frage es ganz einfach mal so, kann ich auch alle Zuschauer fragen. Kann eine Religion, deren Religionsstifter das Gebot der Feindesliebe formuliert hat, eine andere Hoffnung haben als eine Eifersündung? Für mich natürlich ganz klar nein. Die Eifersündung ist das Zentrum christlichen Denkens und christlichen Hoffens. Jetzt kann man fragen, okay, schauen wir wieder auf die Weltgeschichte und wir wissen, wie unser Planet gerade aussieht und wir haben wirklich die Chancen, dass die Menschheit den Planeten, Stichwort Klimakrise, zerstört, geschweige denn die ganzen, militärischen Gefahren, wo man einfach sagen kann, da kann man doch eigentlich nur ran zweifeln und verzweifeln an dem Ganzen. Und dann ist die Folgefrage, Stichwort Universum. Können wir uns vorstellen, dass wir in diesem gigantisch großen Universum sind, der einzige Planet, auf dem es Leben gibt? Und da kann ich jetzt ganz einfach verschiedenste Kollegen von Universitäten aus der Astrophysik und der Biologie sagen, dieses Universum ist so groß, das können wir gar nicht denken. Also als Beispiel, wir wissen inzwischen, dass es alleine in unserer Galaxie mehrere 100 Milliarden Sterne gibt. Wir wissen inzwischen aber auch, dass es mehrere 100 Milliarden Galaxien gibt. Das heißt, es sind Größendimensionen, die sind wir gar nicht fähig zu begreifen. Und dagegen ist unser kleiner Planet Erde so vernichtend klein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Frage ist eben, gibt es mehr Denkkategorien, die wir einbeziehen müssen, die wir heute noch gar nicht verstehen können, die wir eventuell irgendwann mal verstehen können? Und jetzt könnte ich wieder religionshistorisch anbieten, dass es Konzepte gibt, die sagen, die Erde ist ein Lebensraum, der eine relativ niedere Entwicklungsstufe hat. Und dass es andere Bereiche gibt, die höher entwickelt sind. Sozusagen, dass hier eine Entwicklungsstufe ist, in der Dinge im Vordergrund stehen, die eigentlich nicht im Vordergrund stehen sollten. Aber dass es eventuell Eifersündung nur denkbar ist, wenn man eben halt die Erde nicht als den einzigen Lebensraum betrachtet. Das bietet sich zumindest als Denkkategorie an. Ansonsten, wenn man sagt, die Erde ist der einzige Bereich, wo es Leben gibt, muss man sagen, kann man daran nur verzweifeln. Aber ich sage ganz einfach, die Eifersündungshoffnung gab es nun mal. Ich habe beruflich die Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, was ich auch sehr gerne tue und versuche, andere Denkansätze anzubieten, im größeren Rahmen an Eifersündung zu hoffen, auf Eifersündung zu hoffen und an der Eifersündung mitzuarbeiten. Ja, ich glaube, wenn wir diese Hoffnung nicht hätten auf Allversöhnung, dann würde man tatsächlich ja verzweifeln an der Situation. Und dann für mich ist das absolut inne. Ich bin da auf deiner Seite. Ja. Es ist so vorzustellen, dass die Erde der einzigste Planet, das ist ein utopischer Gedanke. Es ist eine große Dummheit. Ja. Gibt es andere Zivilisationen? Ja, es ist die Erde eine klitzkleine, ich bin voll auf deiner Seite, ist das. Aber ich möchte diese sagen, wir sind hier auf diesem Planet? Sagst du, hier Kindergarten oder so ist es, was ist das Seele, was ist das? Ja, wir sind gekommen. Wenn man nimmt so andere Aspekt, ja, ich bin als Mensch, ich nütze nur in meinem ganzen Leben maximal 9% mein Gehirn sehen. 9%, was das Potenzial in mir liegt, es kommt Rest, über 90% kommt nicht zur Entfaltung. Da liegt das Potenzial. Welches Potenzial? Wie komme ich dahin? Und ich denke, wenn wir diese Potenzial nutzen könnten, dann wir kommen irgendwann zu diesen Gedanken, nicht die Gedanken, unsere Seele gibt ihre Wissen. Und da ich möchte, Stefan, dich ansprechen, diese Seele, zum Beispiel Christentum, ja, der sagt, die, Jesu hat, was hat er gesagt? Verbessert mich. Ich bin Esther, ich bin Ärztin von anderen, ja. Gottes Lichtlein in jedem drin. Diese Lichtlein, was ist die Lichtlein? Ich vermisse es in die Religion zu sagen, es ist die Seele. Wenn man das Seelewort spricht an, das Mensch dann spricht, was ist die Seele? Wenn wir in die Seele kommen, dann kommen wir auf die globale. Wo kommt hier meine Seele? Dann bin ich doch nicht diese Bachten, was die hier steht. Ich bin die Seele. Wo kommt die Seele? Ja, was ist die, wo? Aha, in Ursprung, in ein Licht, Gottes Licht. Was ist die? Gott ist die persönlich, so sieht aus, so sieht. Nein, Gott ist ein lebendiges Licht. Was die lebendige Licht, wohin strömen sie unser ganzes Wissen, das dahin und von dort wir können schöpfen. Wenn ich das kann schöpfen, diese Wissen, dann muss ich meine Seele wahrnehmen.
Das ist die Lichtlein. Wie kann meine Seele sich in meinen Körper entfalten? Mhm. Und wenn du sagst, Kinder, wir sind in der, auf diese Erde gekommen und hier, ja, ich finde eine Seite, es ist schwer, kaputter Planet. Ja, wenn beobachtet diese letzte Zeit alle und die Kriege und so alles, es kommen zu mir Leute, sprechen die mich an, ja, kaputt, die sind enttäuscht und so. Ich bin nicht grundloser positiver Mensch oder sowas, aber ich sehe andere Dinge. Wenn ich komme von anderer Sicht, ich sage nein. Nur wie sind Menschen zu gefangen? Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin. Wir sind gefangen. Jeder Land hat seine Gesetze, jedes Land hat seine Religion. Eine Religion kämpft mit anderen. Familie mit Familie, die kämpfen die um ihr Brot, um ihre diese Dinge. Und in diesem Alltag, der Kampf, ist die irgendwo diese Liebe, Seele. Man nur materiell und die Seele, Licht, Seele. Und diese Dinge, es bleiben sie auf der Strecke. Und diese, wenn man spricht genau Seele, dann gib doch Anstoß. Wer bin ich? Aha, wenn Seele ist das, ja. Das, was ich vermisse, es, muss ich sagen, in jedem Ding. Und dann aber kommt dazu mit Bestrafungen, mit Sünde, mit allem und den Menschen beängstigt. Die sind die Kleine, diese Seele, die welche in diese Körper gekommen. Und dann ist, kommen sie mit dem ganzen Gottesgericht, mit dem letzten Tag, mit allen. Und die Menschen sind total in Angst. Und wie kann er diese Menschen entfalten? Wie denn? Er ist doch in Konflikten steckt, unendlichen Konflikten. Und da möchte ich sagen, vielleicht, das wäre gut, dass wir Verständnis entwickeln. Ich glaube, durch das Verständnis, wir können ein bisschen öffnen. Öffnen. Öffnen die Menschen, öffnen Luft geben in diesem Planet. Weil dieser Planet spielt eine Rolle im gesamten Universum. Ja, ist das Universum, es ist nicht unsere Milchstraße, dieses Universum ist nicht der einzige Planet. Das kann ich Ihnen 1000% bestätigen mit meinen persönlichen Erfahrungen. Und dann ist das die Dinge, wo kommen wir her? Ist schon interessant. Aber wenn ich weiß, wo komme ich her, ich persönlich, ich bin eine sehr beängstigte Mensch. Ich bin in Konflikten, ich bin in Ärzten das gewesen, ich steckte voll in diesen Karriere und diese Dinge. Aber mir hat so Leben genommen und umgedreht, wo ich das alles erfahren durfte, es gesehen habe. Ich bin es in meine Seele, in die Mitte komme ich mehr in die Mitte und ich sehe nicht. Ich sehe, es ist nur, dass die Menschen in eine Herdenverhaltensart stecken geblieben. Aber warum? Weil die sind beängstigt. Die haben sie Angst. Eine jetzt Ukraine auf die Russen zeigt. Aber wenn sie reden sie mit den persönlichen Menschen, die haben sie keine Konflikte. Die schnüren die ein. Jetzt ist das West, Ost. Ich komme aus Osten. Ich kenne, die, mit Deutschen lebe ich und die Deutschen. Ich liebe es mit den Menschen. Ich denke nicht, dass ich bin eine Ausländerin oder sowas, weil ich fand zwischen den Deutschen wie die Brüder, Ersatz für Brüder, für Eltern, für allen. Ich bin wie die Mutter für einigen anderen. Das ist die Dinge. Ich liebe diese Menschen. Ich habe keinen Konflikt und die Menschen haben sie mit mir keinen Konflikt. Nur eingeschnürt wurde was gesagt, ja, der kommt. Russe kommt, der tötet die. Die sind doch, wird von oben. Und wir müssen nur aus dieser Abhängigkeit, Herdensverhaltensart, aber wie komme ich von davon raus? Das ist die große Frage, gell? Meines Meinungs. Individuell, ich mache individuelle Arbeit. In diesem Globalen steckt jede individuelle Person. Wenn ein Mensch erkennt und versteht, kommt raus. Ich bin ziemlich, vielleicht Sie sagen sie, bodenständige, bodenlose, keine Boden hat sie, zu positiv oder sowas. Aber ich naiv denke, würde man das vielleicht auch benennen. Ne? Ja, ja, aber ich bin der Meinung, weil Seele, Licht, der strahlt. Wenn Sie in einen Raum, dunklen Raum kommen, Sie, eine kleine Birne erhält alles.
Warum denken Sie nicht, wenn Sie kommen, Sie als Lichtperson, die welche hat erkannt, und wenn du kommst du in eine Gruppe, die hier stecken, die 100 oder 1000 Menschen, und wenn du mit deinem Wissen kommst, in den Vortrag, und sagst du deine Meinung, wie viel gehen Sie nach Hause mit Hoffnung? Geläutet, erleuchtet gehen Sie raus. Schon Verstand, ein Mensch, der bringt weiter Lichtlein. Das ist die Zündung, diese Kettenreaktion. Meines Meinung so nachdenke ich, weil ich arbeite mit jeder Person und ich sehe, ist das, wie die Seelen in Zwischenwelten verhaftet bleiben. Diese Erden, diese ganzen Energie, die Erde so steckt, prall steckt. Also das siehst du, dass also ein Zangengriff um ja, die Welt. Ja. Das ist, aber diese Dinge, diese Dichtheit jeder einzelnen Person, die wird krank und am Ende wird krank. Krankheiten sind auch alle Konflikte, nicht was anderes. Konflikt. Aber dieser kranke Mensch sucht seinen Weg. Dann muss ich ihm nicht nur die Pille geben. Dann muss ich nicht nur das, ich muss ihm dazu auch die Versöhnung, für die Versöhnung, diese die Gedanken, diese Verstand, welcher steckt in diesem Gefängnis drin, den muss man rausholen. Aber um denn das zu wissen, wann, wo, welche ist das? Und diese Prägungen von der Religion sind sehr stark. Und da wünschte ich mir persönlich, ihr seid beide Träger von christlicher Religion. Ich möchte so gerne Forschung, es ist alles, ist das, es muss man alles gut, aber immer nicht überstehen. Konflikt nicht mehr schnüren. Nicht mehr, aber ich weiß nicht, das ist meine Religion besser. Meine Religion, das ist doch ein Fanatismus pure. Und dann Konflikte entstehen. Ja. Es gibt nicht die bessere Stellung benehmen. Gerne. Wie bitte? Da kann ich direkt mal Stellung zu beziehen, und zwar Stichwort, was ist eigentlich Religion? Und das mag jetzt für manche Zuschauer ein bisschen schockierend sein, wenn ich sage, Religionen sind für mich schlicht und einfach kulturelle Konstrukte. Also genauso wie wir juristische Systeme entwickelt haben oder andere wirtschaftliche Systeme, so sind auch Religionen von Menschen für Menschen gemachte kulturelle Konstruktionen. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass Menschen immer wieder an den bereits bestehenden kulturellen Konstrukten weiterarbeiten und auch weiter gestalten oder auch neu ausgestalten. Und ich sage es mal so, das ist immer wieder mein Lieblingsbeispiel. Das Phänomen ist ja, dass der Mensch das Lebewesen ist, das offensichtlich, es zumindest tun sollte, über sich selbst nachdenken kann. Und dass genau man so weiter überlegen kann, wie können eigentlich Wissenschaften und Religionen sich immer weiter miteinander vermitteln. Und in den Traditionen gibt es ganz neue Horizonte, meines Erachtens heutzutage, auch meines Erachtens Naturwissenschaften und Religionen ganz miteinander neu ins Gespräch zu bringen und zu versöhnen. Und dem halt nicht zu sagen, wir bleiben bei dem stehen, was eine Religion irgendwann mal formuliert hat, sondern das neu zu entfalten. Und du hast ja zu Recht ganz oft den Begriff Seele bezeichnet. Und ich sag mal so, der Begriff Seele ist in weiten Teilen der Wissenschaft überhaupt gar nicht präsent. Die meisten Wissenschaften, mit denen ich im Gespräch bin, haben ein sogenanntes reduktiv-materialistisches Menschenbild. Die sagen, alles ist reduzierbar, zurückführbar auf Materie. So ist die Seele, gibt es überhaupt gar nicht. Die würden gar nicht anfangen, mit dir zu sprechen. Da frage ich immer wieder, was soll denn Seele sein? Und jetzt komme ich mal mit meinem Begriff, wie ich Seele versuche zu erläutern. Ein sehr schöner Deutungsansatz für den Begriff Seele, Psyche im Griechischen, kommt von Platon, ein Philosophen, den ich sehr schätze, und Theologen, den ich sehr schätze, der gesagt hat, die Psyche, der Begriff Psyche, Seele, kommt von dem griechischen Begriff Psychastai, das heißt abkalten, erkalten. Das ist das, was erkaltet ist und aus der göttlichen Einheit rausgefallen ist. Und sie hat die Sehnsucht spürt, in diese göttliche Einheit und Liebe wieder zurückzukehren, wieder aufzusteigen dorthin. Und dieser Prozess des Runterstürzens und wieder Rauffallens, das ist der Prozess der Seele sozusagen, die wieder zurückkehren will. Aber wie gesagt, in vielen reduktiv-materialistischen Menschenbildern gibt es sowas nicht. Jetzt die spannende Frage, wie kann ich als Wissenschaftler solide als Denkansatz anbieten, dass es so etwas wie eine Seele eigentlich gibt? Und da sage ich immer wieder, und da sind meine Kollegen immer ganz verwundert, dass ich sage, der Ansatz, wo wir am besten anfangen können, darüber zu diskutieren, ist, wenn wir fragen, was ist eigentlich der Tod? Dann ist hier die spannende Frage, wir alle werden sterben, was geschieht eigentlich in dem Moment, wenn ein Mensch stirbt? Nach einem reduktiv-materialistischen Menschenbild ist einfach die biologische Grundlage des Körpers,
der Existenz der Körper und das Gehirn abgenutzt und stirbt und dann war es das. Dann ist einfach sozusagen die Biomasse abgenutzt. Das heißt, dann kommt da nichts mehr. Wenn ich aber sage, es gibt etwas, was in dieser Materie lebt, was ich als Seele oder Bewusstsein bezeichne, ist die Frage, was ist damit? Und da beschäftige ich mich unheimlich gerne mit Phänomenen in Todesnähe, also Phänomenen wie Nahtoderfahrung oder Sterbevision, ganz wichtig für die pastorale Arbeit, oder sogenannte Nachtodkontakte, wo ich immer wieder sage, bei diesem Phänomen, wenn ich auf sie schaue, einfach als Wissenschaftler, wird es immer wahrscheinlicher, dass es etwas gibt, was unsterblich ist, was den Tod des Körpers überlebt und, wie ich sagen würde, auch schon vor der Geburt des Körpers da war. Und die spannende Frage ist ja, warum ist denn dieses Unsterbliche, was wir als Seele bezeichnen, überhaupt in dem Körper? Das ist die spannende Frage. Wie ganz viele Nachtoderfahrene sagen, sie haben diese göttliche Einheit wiedergespürt und wollten überhaupt gar nicht in ihren Körper zurück. Das finde ich immer faszinierend, wie die beschreiben, dass sie total sich geweigert haben, in diesen Körper zurückzukehren. Ja. Das ist die Frage für mich, wenn wir dort zu Hause sind, warum sind wir eigentlich hier? Mhm. Und da sage ich, weil wir unseren Anteil leisten für die Allversöhnung. Dass jeder das beiträgt, was er beitragen kann, zu belegen, wie könnte dieser, wir haben vorhin den Stichwort Kindergarten genannt, dieser Kindergarten für relativ, sag's mal, junge Seelen zu einem Platz werden, wo diese Seelen weiter wachsen können und über jene Kindergartenraufereien herausgehen können. Denn aus der Perspektive eines großen Universums ist das, was hier auf der Erde sich abspielt, schlicht und einfach die Rauferei in einem Kindergarten. Ja. Aber ist das der Normalfall? Ich finde das Bild des Kindergartens mit Verlaub etwas zu weit hergeholt, beziehungsweise nicht treffend. Wenn ich mal schaue, also wenn ein Kindergarten einigermaßen geordnet und mit Liebe geführt wird, gibt es keine Rauferei. Natürlich gibt es mal Auseinandersetzungen. Potenzial liegt wahnsinnig über diese wachsende Generation. Aber ich denke, es ist die Frage, die Geschichte, weshalb ist die Seele hier in diesem Körper, in dieser Welt, die ja jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus zum Schlechten tendiert und nicht zum Guten. Ja? Also bei aller schönen Fantasie, die man da haben kann. Also mir gibt auch Hoffnung, dass die Wissenschaft sich bewegt. Ich habe dann Neurowissenschaftler kennengelernt, Mario Beauregard. Der hat vor genau 10 Jahren, jetzt hat er ein internationales Kongress hat er mitbegründet und ein Manifesto des postmateriellen Wissenschaft verfasst. Und sind über 500 weltweit haben sich angeschlossen. Also da bewegt sich was, also aus der Naturwissenschaft heraus. Und die stellen sich genau auch mit diesen Überlegungen, mit Nahtoderfahrungen, mit Psi-Phänomenen. Wie kann man das überhaupt, die Beobachtungen, die ja da sind, wahrnehmen? Die werden einfach ausgeblendet bei der herkömmlichen, des herkömmlichen Zugangs der Wissenschaft. Und ich stelle mich jetzt als Theologe die Frage, ja, diese Welt da, und du hast das so beschrieben, die Wahrnehmung, dass es so wie ein Klauengriff um das Ganze, das ist fast nicht verständlich, woher kommt das? Ja? Und wenn ich jetzt so die Vorstellung nehme, ja, die Seele fällt aus der Gottheit heraus, kühlt ab oder wie auch immer, entfernt sich. Es gibt dann die vedische Tradition, die beschreibt, dass sich diese Seelen gegen den Schöpfer gestellt haben und sich dadurch einen eigenen Raum geschaffen haben, der eben nicht mehr unter dem nicht mehr im versöhnten Zustand ist. Ja? Und wenn ich jetzt ganz an den Anfang gehe, der Bibel, in der Genesis, in der ersten Schöpfungsgeschichte, da wird ja beschrieben, dass als allererstes das Licht geschaffen wird, das aus sich selbst leuchtet, dass das Gute repräsentiert. Und dann am zweiten Tag trennt Gott zwischen Licht und Finsternis. Und das ist für mich ganz elementar. Da geht es meiner Meinung nach darum, dass hier der freie Wille ermöglicht wird, weil sonst, wenn alles Licht ist, dann bleibt es Licht und da gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit. Ja? Und offenbar haben bestimmte Seelen sich gegen das Licht entschieden. Ja? Und inklusive mich. Also ich zähle mich dazu, weil ich in dieser Welt bin. Und wenn man dann weiterliest, gibt es ja den zweiten Schöpfungsbericht, wo es dann von dieser kaputten, gefallenen Welt erzählt wird. Und da ist ein Satz, den ich erst vor noch nicht langer Zeit entdeckt habe im Hebräischen. Also wir lesen das ja so, dass Gott, also der Herr, wer immer das ist, in den Garten kommt und bekleidet Adam und Eva, also das erste Menschenpaar, wird
mit Fell bekleidet. Und wörtlich heißt es dort, er bedeckt ihr Licht. Und das ist dasselbe Wort, also das Licht vom Ursprung, Ohr, ja, das wird bedeckt, weil sie sich, es heißt dort in der Erzählung, dass sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Und für mich heißt das dann, also Erkennen ist ja nicht etwas, ein rein intellektueller Vorgang im Hebräischen, sondern ein ganzheitlicher. Sie haben das Böse geschmeckt. Ja. Und mit dem Baum des Lebens im Zusammenhang, das heißt, sie haben das Böse geschmeckt in der Zerstörung des Lebens. Ja, das ist so ein Zusammenhang. Und wenn man den Ursprung nimmt, wie er beschrieben wird, ja, jeder Mensch, jedes Tier ist eine lebendige Seele, auch die Tiere. Ja. Ja. Und es wird ganz ausdrücklich auch dort erwähnt, dass aus diesem Grund, dass sie sich nicht auffressen sollen, sogar. Ja? Also, dass sie die Nahrung pflanzlich sein soll. Und meine Erklärung ist jetzt, dass es irgendwo in dieser riesigen Geschichte einen Moment gab, wo sich bestimmte Seelen gegen diese, ich sage das mal, die Schöpfungsordnung, die Lebensordnung entschieden haben. Und dass sie jetzt halt in dieser Welt, wo wir sind, ich erinnere mich da an das Bild der Truman Show, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das Leben in einer künstlich generierten Welt unter der Kuppel eingeschlossen. Und es wird vorgegaukelt, dass das alles normal und gut sei. Und so kommt mir das Ganze vor. Ja? Also es wird mir vorgegaukelt, das sei alles normal. Ich weiß noch, als Kind habe ich mal die Tiere beobachtet und dann habe ich festgestellt, dass die Eltern, die müssen da Steuern zahlen. Und wenn man krank ist, muss man den Arzt bezahlen. Und da habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Die Tiere, die leben einfach. Und da ist mir bewusst geworden, das ist alles so schräg. Ja? Und weshalb sind wir da? Also da ist mir das Bild der Seelenschule etwas zu wenig. Oder? Ich denke dann, ja, Versöhnung ist immer mit dem Feind. Ja? Du hast das schön beschrieben, du kannst dir selbst der größte Feind sein. Und wenn ich dann mal mein Leben anschaue, gibt es Menschen, ganz wichtige Feinde, die haben meine Entwicklung vorangebracht. Ja? Denen bin ich heute dankbar. Damals habe ich das überhaupt nicht gutiert. Dann gibt es aber Menschen, die kommen nicht zu mir in die Seelsorge, die kommen nicht zu dir. Das sind Menschen, ich sage das mal so, die kennen kein Mitgefühl, die gehen über Leichen. Ja? Die etablieren Strukturen und Machtgebilde, denen wir einfach ausgeliefert sind. Und wir leben jetzt in einer Welt, und das kreide ich ganz vielen, also jetzt vielen Institutionen an, dass sie eben nicht den Mut haben, diese Gebilde und diese Menschen zu benennen. Und das ist für mich jetzt wirklich der große Knackpunkt. Ja, wie ist denn das? Wesen, Menschen, die sich so radikal gegen das Leben entschieden haben, wie es eben mit so einem Menschen kann ich ich kann mich nicht versöhnen. Ich sage mal so, du hast die Feindeslieb erwähnt. Ja? Wenn ich jetzt, ich habe das nur im Ansatz erlebt, aber ich weiß von Menschen, die sind vergewaltigt worden, die sind, deren Kinder sind umgebracht, also ganz Schlimmes. Ja? Und die Versöhnung geschieht doch nur dann, wenn der andere realisiert, was er getan hat, wenn er bereut, dann kann ich, da kann man ein Stück weitergehen. Aber so ein, das geschieht nicht immer. Und wenn dann eben die Liebe ins Spiel kommt, was heißt denn das? Das heißt nicht, dass ich dann Schwamm drüber mache. Für mich heißt Lieben demjenigen gerecht werden. Ja? Und wenn der sich weigert, das Grundlegende des Lebens anzuerkennen, dann entspreche ich eben damit, dass ich Grenzen ziehe. Das sage ich urteile nicht, aber der ist raus aus meinem Leben. Da gibt es keine Brücke mehr. Ja, es gibt Situationen, da gibt es keine Brücke mehr. Ja, das muss man. Also ja, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Und das ist, wenn man tiefer geht, darf ich jetzt sagen, dass meine Meinung dazu ist. Ja, wenn wir gehen von diesen Individuellen weiter, dann kommen wir, wie du sagst, wie ist entstanden Konflikt? Wie ist die Menschen, haben sie auf die Licht und so?
meines Erachtens, was ich die Information, für mich ist das, die Erde, so wie die viele Planeten, Zivilisationen wurden erschaffen. Das ist erschaffen. Und wie jedes Haus, jeder Planet, jeder was, hat seine Herren oder Herren. Ja, das, der, wer hat es in der Ursprung dieser Entstehung statt? Für mich ist das. Ja. Man sagt die Erde, Mutter Erde. Und ich denke, dass wo die, und die, jeder hat diese Erde, Vielfältigkeit, die Erde, Pflanzen, Tiere wurden erschaffen. Und wenn man geht in die Erschaffung, für mich ist Darwinismus ist gar nichts mehr, ist wenn die Adam, Eva, sagen wir, was ist, die wurde männlich, weiblich, das ist die, diese, an den Baum gebissen worden, wo die Böse ist das. Es erschaffen und ist beseelt worden. Und die, da hat man Zeit, Raum gebraucht, in diesen Zeit, in Raum gesperrte Körper erschaffen worden und hier, um zu existieren, hier erkennen diese Seele gepflanzt und in dem Moment, die Zeitraum hat nicht gereicht, wurden die angegriffen. Es ist in unterschiedliche andere Zivilisationen. Wenn du nimmst in die Geschichte, ja, wenn du gehst in die Mythologie, da ist das die von Himmel, diese Dinge, ja, und die Zivilisation, die Welche in Macht und so, und die Menschen, und diese aus dem Paradies gefallen, für mich ist die Mensch, Adam, Eva, weibliche, männliche, ist das nicht zu Ende seiner Erkennungsphase ist das. Seele, beseelt, vollständig und wurde ist in sich, dieser wunderschöne Körper, wunderschön versklavt und wurde ausgeraubt. Und dadurch unser ganzes Wissen zugemacht. Wir sind hier Menschen, Konflikten von dort. Und deswegen, wir sind mit anderen Zivilisationen, mit all Universum, wir sind verbunden. Und Gott, was ist das? Jetzt, wir sind hier, wir müssen zurückkommen. Wir müssen erinnern unseren Ursprung. Wir haben, wenn du Noah nimmst, aus den Noah einen entstanden ganzen, wie, diese ganzen Erdenmenschen, ja, wenn der Ursprung, durch, geh doch in die, diesen, ganz mal in diese Geschichte. In Islam redet von, davon, in dem Christentum, dann wir sind doch einen Vater Noah und dann Noah, wo ist er? Er hat vom göttlichen Licht. Seele ist das. Was ist die Seele? Ist das? Ich muss, warum bin ich hier in diesem Planet? Ja, wieder komme ich her, wenn du so mit deinem Wissen. Es gibt die hier, die welche Seelen stecken sie drin, essen sie Fleisch. Wir sind nicht geschaffen, wir sind Tiere, Sprache, Tiere, Menschen gekannt haben. Zueinander zu nutzen, pflanzliche. Aber jetzt die Menschen, Fleisch, alles, sie sind dicht einfach. Und alles gemacht wird. In die Fernseher schaust du an, in das wird Reklam, das. Alle Menschen dicht zu halten. Ja, nicht rauskommen aus diesem Körper. Ja, nicht an die Seele rankommen. Wenn die Seele, anerkennt man die Seele und versteht die Seele. Seele hat all diese Wissen. Hatte, er kennt seinen Ursprung. Ich irgendwann weiß, ich weiß doch meinen Eltern Ursprung hier für Körper. Warum sollte ich nicht wissen, was meine Seele Ursprung wohin? Und wenn ich dahin komme, ich, dann bin ich befreit von diesen Versklavung, von diesem Unwissen von denen. Aber wie komme ich dahin? Ich muss dann meinen Ursprung wissen. Und für mich jede Religion. Ich bin voll einer Religion. Für mich ist jeder hat verändert, wie er könnte. Wie jeder hat seinen Senf drauf gegeben. Und jetzt, was, womit wir beschäftigen, wir wiederholen alles, was vor 2000, von 5000 Jahren gewesen. Wir sind in dieselbe Kaum wie dieselbe, wie die Kuh. Kauen, schlucken wir und wieder kauen wir das. Warum nehmen wir nicht Vorsprung nach vorne? Warum springen wir nicht nach vorne? Und die Seele, die Forschung über die Seelen gibt es. Zum Beispiel in Russland, die forschen das schon. Die Professoren und so, die sagen, sie beim Prozess des Sterbens tot, ja, wo der letzte Atem, die wiegen die Körper. Das bestimmte Gramm, 138 oder 100. Ich möchte nicht, dass in diesem Moment ist das, das etwas, was geht raus und diese 100, wie viel Gramm, erleichtert sich das. Was tritt aus dem Körper raus? Warum geht's? Und die forschen sie in die bestimmten Gedenktagen, 7 Tage, 3 Tage, Impulsen kommen sie. Woher kommen die Impulsen, das dahin, wenn Gebet? Verbindung zu Körper, welche ist schon der Verwesen und so alles. Es ist die Dinge, Verbindung, wer ist in Verbindung steht. Da kommt so viele schon Forschende. Für mich ist als Erzenheilerin eindeutig Seele. Ich bin es nicht nur die, ich bin die Seele. Ich bin der Ursprung Gottes. Aber was ist die Seele? Das ist der Teil, welcher von dem Licht, Liebe, der Licht für mich, der Gott ist die Liebe. Wenn ich die Seele nämlich wahr,
dann habe ich auch Verständnis. Ich glaube, was diese Erde, unser Planet braucht, Verständnis, erkennen die unseren Ursprung, verstehen zusammen, Verbindung, dass wir in eine Verbindung stehen mit anderen Zivilisationen, mit allem, trotzdem. Das, wo wir Ursprung, ja, wir kommen her. Ja, wir sind hier, aber wir sind hier, stell dir mal vor, wie sitzen wir da und dann uns heute schieben die, sagen sie, die geht in Ungewusse, in irgendwo in Dunkelheit, in die Dschungel, wenn wir zu dritt, zu viert dahin, wo wissen wir nicht, wie wir müssen uns ernähren, wie, was uns erwartet und so alles. Wir sind beängstigt, ja, trotz ganzen unserer Mut und so alles, ja. Was wird uns kommen? Wie werden wir das? Stell dir mal vor, dass wir so sind auf die Seele, wir sind hier immer wieder. Warum wir sind hier? Bin ich ja? Ich denke, ich bin hierher gekommen, um erkennen und mit mir selbst zu versöhnen. Ich muss versöhnen in mir selbst finden. Aber ich kann nur, wenn ich in meine Seele nehme. Und dann ist die Versöhnung mit Familie, mit allem anderen. Und dann mit dem All-Universum, mit Gott. Es ist das, ihn zu finden in sich drin, ist doch eine riesen... Eine, also das bedingte dann auch, so wie du es beschreibst, eine Selbsterkenntnis, ja? Selbst, auch Selbsterkenntnis, globale Allversöhnung entsteht als Selbsterkenntnis von jedem Individuum. Und jeder, der welche hat erkannt, meiner Meinung nach, spielt in Allversöhnung eine absolute Riesen. Und so Menschen wie sie, wie wir, ja, wir spielen, wir können ein Gleichgewicht in alle Richtungen Tausende erwachen. Meines Meinungs, das ist Licht bringen. Und wie kannst du Licht bringen? Das ist die, was sagt der, Charisma, Ausstrahlung von diesen Menschen, ja? Sagt man, ja? Reingehst du, Ausstrahlung, ja? Diese Energie, das ist die Dinge. Warum sollten nicht das geschehen, zum Beispiel? Wie du sagst, warum sollte das nicht geschehen, Stefan? Was meinst du? Große Frage, ja. Also, ich würde gerne mal noch hören, bevor ich da was dazu sage, also ich habe da ein bisschen was anderes eingeworfen, ja, warum wir hier sind und wie wir diese Welt beschreiben, ja, würde ich gerne noch hören, was du dazu sagen also möchtest. Ich möchte noch mal ein Bild aufnehmen, wobei dem du kritisch warst, was ich aber sozusagen noch mal aufnehmen möchte, nicht, weil ich da umringen möchte, sondern das Bild veranschaulichen möchte. Ich habe ja vorhin den Begriff des Kindergartens aufgenommen. Und zwar deshalb, weil ich habe selber noch keine Kinder, aber ich wohne in der Nähe von einem Kindergarten, wo ich immer dann vorbeilaufe, wo ich dann immer wieder sehe, wie dann teilweise die kleinen Leute gebracht werden von ihren Eltern und dann kommen immer wieder Raufereien zustande. Natürlich, in einem guten Kindergarten wird das dann möglichst vermieden, aber es kommt immer dazu. Ja. Und wenn man auf unsere Menschheitsgeschichte guckt, dann muss man entweder, gerade als Theologe, denken, entweder ist Gott nicht allmächtig oder ist nicht wohlwollend, weil es fortwährend an allen verschiedensten kulturellen Kontexten immer wieder zu diesen Raufereien kam, was wir als Kriege bezeichnen. Aus einer kosmischen Perspektive wäre sozusagen das eine Rauferei im Kindergarten. Wenn ich nur auf diese Welt schaue, wäre das ein Grund zu verzweifeln, zu sagen, wie kann man in dieser Welt ernsthaft leben? Wie kann es sein, dass in einer Kultur, die den Zweiten Weltkrieg sozusagen hervorbeschworen hat, jetzt offen und ganz in ganz soliden Medien über die Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs gesprochen wird, da kann man nur verzweifeln. Wenn ich aber sage, okay, das ist eine relativ, jetzt nämlich nicht Kindergarten, sondern eine Entwicklungsstufe, die relativ unten angesiedelt ist, aber diese kleinen Leute kommen auf höhere Schulebenen und eventuell dann auch wirklich selber zu Wissenschaft und Forschung, dann kann man sozusagen eine Hoffnungsperspektive haben. Und zu sagen, dieses eine Leben ist nicht alles. Das ist sozusagen eine Perspektive. Wenn man nur auf diese Weltgeschichte schaut und dann von Allversöhnung spricht, dann hat das geradezu etwas Groteskes oder auch etwas Liebloses. Menschen, die jetzt gerade in den vielen Krisenorten leiden oder geliebte Menschen verloren haben, denen zu sagen, die Allversöhnung ist der Sinn des Universums, das ist geradezu lieblos und verantwortungslos. Aber zu sagen, das ist ein viel größerer Prozess, den ich selber gar nicht verstehen kann. Weil in diesen Kategorien, die wir haben, haben wir gar nicht die Möglichkeiten, das zu speichern. Dann hat man eine Perspektive. Also jetzt als anderes Beispiel, Stichwort Computerspeicherkapazitäten. Wenn man sich überlegt, was so ein Computer speichern kann, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und so können wir wahrscheinlich ganz viel Informationen in diesem Leben nicht verarbeiten. Aber nur die Denkhorizonte zu haben, dass es größere Kategorien gibt, in denen Allversöhnung möglich wird, ist zumindest eine Hoffnung. Ich sage es mal so, das brauche ich einem Pastor oder Theologen ja nicht sagen. Wir haben nun mal diese Allversöhnungstexte, auch schon im Neuen Testament. Der, für die Zuschauer, die es nicht sofort wissen, der für mich wichtigste Text der Allversöhnung ist der
im Kolosserbrief, im Kolosser 1, Vers 15 bis 20, der sogenannte Kolosser-Hymnus. Mhm. Und man kann auch verschiedene andere Texte in der Weise interpretieren, wo es wirklich ganz klar von dieser Eifersündung gesprochen wird. Und jetzt kommen wir wieder zu der Gestalt Jesu, die dann wirklich auf Jesus selbst zurückgeführt wird. Dass das Anliegen Jesu war, in Richtung Eifersündung das Denken zu lenken. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, der relativ leicht erläuterbar ist. Also viele Züge der Ethik Jesu waren ihrer Zeit vollkommen weltfremd. Also ich sage immer so, die Vernetzung von Gottesliebe und Menschenliebe geht eindeutig auf Jesus zurück. Dann die Ausweitung der Nächstenliebe zur Feindesliebe. Entsprechend das Verbot der Vergeltung, stattdessen das Gebot der Versöhnung. Und dann der Zuwendung zu, ausgegrenzten Menschen. Das sind alles Grundzüge der Ethik Jesu, wo man sich fragt, wie kommt der eigentlich auf so eine verrückte Idee? Feindesliebe. Das war damals genauso weltfremd wie heute. Aber was heißt Feindesliebe? Deshalb sagt ihr, das hat man dann erkannt. Wenn man erkannt hat, alles kommt aus der göttlichen Einheit und alles strebt dahin zurück, dann macht Feindesliebe auf einmal Sinn. Dann ist nämlich der vermeintliche Feind ein Teil von mir selber. Ja. Das heißt, wenn ich im Krieg bin, bin ich mit dem Krieg mit mir selbst. Ja. Und wenn ich das sozusagen durchschaut habe ganz und in diese genau. Richtung denken Los. Kann, dann gibt es Sinn für Feindesliebe. Ja. Aber wir brauchen ganz, ganz, ganz viele Entwicklungsstufen, um das nicht nur denken, sondern leben zu können. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt kommen wir zum Bild zurück, das, was wir hier erleben, ist eine sehr niedere Entwicklungsstufe. Mhm. Aber die Wege, welche Wege das zu versöhnen, genau. Das ist das die Dinge, was du, es ja, ist der, was es, das sehe ich auch. Also ich meine, das was ist, die Wege, das ist, was die Wege. Ist der Unterschied, ja. Religion, Kampf der Religion, Kampf dieser Unterschiede Nationalitäten, Kampf diese Dinge, das, was wird, ist alles eingeprägt. Warum die Menschen, was ich erkenne in meiner individuellen Arbeit, Stefan, die Menschen, bevor an die Erlösende, an die Güte Gott zu denken, an die Liebe, die denken sie an die Bestrafung. Die haben sie Angst von Bestrafungen, von Sünden. Die sind die, wenn ich sage, es ist, die sitzen sie und so, ich sage, aber du kannst doch beten und wünschen. Aber ich traue mich nicht. Die sind alle sowas. Ich sage, warum ist das nicht, gibt es kein Gleichgewicht? Die sind die sowas verhaftet, beängstigt, dass sie in diesen Angst stecken. Wenn der Mensch steckt in Angst und den drin, er wird niemals entfalten. Ist die Sache, ich denke, es muss man diese von denen aus der Angst rausholen. Es ist nicht in die Sünde verfallen und das Gericht, den letzten Tag, du wirst ihn richten und das ist die Ende des Lebens mit diesem. Gibt es nicht die Ende mit diesem Leben. Es gibt es nicht. Es ist der Planet der freie Wille. Wir sind hierher auf die Reise gekommen, mutige Seelen. Wie gehen wir auf die Reise und werden wir weiter? Es gibt im materiellen Körper, in materiellen Zivilisationen unterschiedliche Stufen der Entwicklung. Und es gibt ohne Körper, die alleine Lichtwesen unterschiedlich. Für mich so. In Universum gibt es die Licht unterschiedliche Stufen. Es gibt die Körper unterschiedliche Stufen. Entwicklung. Wir sind hier nur 4-9%. Es gibt die Zivilisation, die welche nützen sie. Können Sie diese sagen, die in die Raumzeit, aus der Raumzeit, du hast gesagt, in 5. Dimension und so alles. Aber es ist die Stefan, schau mal an. Es gibt doch telepathische Gedanken, diese Telekinesis. Ich bin ziemlich sicher, was uns aus der, in Laboren, das ist so viele, schon ist das bekannt, NASA oder ist das in Russland, das Ding. So viele, das was von der Öffentlichkeit, von uns Menschen wird das ferngehalten. Unwissenden kannst du leicht beherrschen, in die Kriege führen und so. Wie kann man nicht die Kriege? Wir müssen einfach jeden Mensch persönlich von seinen Konflikten, du hast recht, wenn er mit sich selbst kämpft, Krieg führt, dann wird er in Krieg drin reinkommen. Bin ich ja voll bei dir. Wenn ich es will, ich muss, was sagt, wenn du willst, du ändern deine äußere Welt, ändere deine innere Welt. Und da beginnt es doch, ja, das ist doch die Selbsterkenntnis, dass ich ein Teil dieser kaputten Welt bin, ja? Dass ich nicht das Böse projizieren kann auf irgendeinen Außen. Aber, das ist ganz wichtig. Ja. Aber damit beginnt es ja erst. Dann erkenne ich mich als Seele, eben wie du es nennst, die vom Ursprung kommt. Und was heißt ursprünglich? Dass ich eben das Lebenslicht von anderen leuchten lasse. Und dann ist meine Frage, die nach wie vor unbeantwortet ist, beziehungsweise die bleibt. Und ich denke, es gibt Seelen,
eben, ich bin ja dann am Schluss nicht, ich gehe nicht auf in einer Suppe von einem Seelenkollektiv, sondern ich gehe mal davon aus, dass für mich bedeutet Seele, dass da ein Eigenleben, das ich in mir wahrnehme, das Eigenleben, das bleibt. Ja? Und dass es Wesen gibt, die sich wie auch immer entschieden haben gegen die Lebensordnung. Und dass es die Möglichkeit gibt, nicht, dass es dann ein Bestrafungsgericht am Schluss, sondern dass es Seelen im Sinne von Lichter gibt, die verlöschen. Als Möglichkeit, ja? Möglichkeit, ja. Also, und da kommt eben etwas ins Spiel, das für mich ganz wichtig ist, oder? Wenn ich jetzt den Nakamati-Kodex anschaue, da gibt es ja auch Schriften, so zum Beispiel die Hypostase der Archonten, also das sind die Designsweise oder die Wirklichkeitsgestalt der Mächte. Und da geht es genau um diese Mächte, die die Welt packen. Ja? Und dann nehme ich noch eine weitere Schrift, es gibt ja verschiedene, das Buch Henoch, das wurde ja fast in den Kanon aufgenommen, also in den Tanach, die hebräische Bibel. Und da wird von Wesen berichtet, das sind die 200 im Henoch-Buch, die 200 Engel mit Samyasa an der Spitze, die sich eben radikal gegen die Lebensordnung gestellt haben. Und die sind jetzt in diesem Spiel da drin, in dieser Welt, und kommen dann zu, und sie, was erleben sie da, entdecken sie, dass sie sich selbst abgeschnitten haben, also dass ihr eigenes Lebenslicht, Seelenlicht, von der Verbindung mit dem Schöpfer. Und dann kommen sie zu Henoch und möchten, dass er für sie ein gutes Wort einlegt bei Gott, ja. Und er kommt zurück mit der Botschaft, es geht nicht mehr. Das finde ich ungeheuerlich. Jetzt kann ich sagen, ja gut, das ist ja da schon, also da ist da ein Gericht in dem Sinne. Nur kann ich dann von meiner Sicht sagen, ja, es wäre ja die Möglichkeit gewesen, dass sie dann an dem Punkt wirklich bereut hätten, sagen, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Und das wäre dann der Weg zurück zur Allversöhnung. Das steht nicht im Text drin. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dass dann diese Versöhnung möglich wird. Ja. Aber das beschäftigt mich schon, diese Schrift. Da kann ich direkt mal eine historische und theologische Antwort zu geben. Eine kurze Antwort. Für die Leute, die es so wissen, er hat das sogenannte erste bzw. äthiopische Henoch Buch. Genau, das äthiopische Henoch. Dessen früheste Anfänge ungefähr im 3., 2. Jahrhundert sind. Da gibt es noch keine Allversöhnungshoffnung. Die Frage ist, wann gehen die Allversöhnungshoffnung los? Meines Erachtens erst mit der Gestalt Jesu. Und da ist sozusagen wirklich eine Denkkategorie verändert worden. Also ganz klar, das Henoch-Buch läuft nicht auf eine Allversöhnung raus, definitiv nicht. Aber die Frage ist auf einmal, wie kommt es zu diesem Sprung an Allversöhnungshoffnung auf einmal? Und da behaupte ich ganz klar für mich, das ist ein Aspekt der Botschaft Jesu. Und zwar ein Jesuswort, das ich sehr liebe, dass alles aus dem göttlichen Licht kommt und alles dorthin zurückstrebt. Und dass dieser Denkansatz überhaupt erst möglich wurde durch die Botschaft Jesu und dass die sozusagen dann weiter entfaltet worden ist, aber seltsamerweise dann auch wieder innerhalb kirchlich-theologischer Konzepte verboten worden ist. Mhm. Aber ganz neu heute über Allversöhnung nachzudenken, auch in Korrektur zum den Henoch-Tradition, das ist heute die Aufgabe der Stunde. Und das kann ich vielleicht ganz kurz sagen, wir sind ja hier in der Schweiz. Karl Barth war ja einer derjenigen, die ganz stark mit der Allversöhnung Hoffnung sympathisiert werden. Auch sein großer, ich sag mal, Denk gegenüber Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Und das ganz neu als theologische Hoffnung innerhalb der Kirche zu etablieren oder der christlichen Tradition, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe der Stunde und für die arbeite ich mit ganzer Freude. Als Versöhnung, als der Sinn der Schöpfung dieses Universums. Für mich ist das, was du hast gesagt, haben sie entschieden, für dunkle Seite. Für mich ist das, gibt die Seelenlose. Körper, Koch entwickelt, ohne Seelen, die sind seelisch schon beseelt, nicht mehr. Aber um zu halten, die brauchen die Energie von anderen, die in Angst, die nähren sie von dieser Negativität und die brauchen sie nähren und die müssen sie immer schnüren, Kriege, Angst und so und davon nähren von ihnen. Aber irgendwann dieser materielle Körper endbar ist und denen ist klar, das wird enden, aber es geht nur um das eine, gibt's den Weg für mich. Wenn diese Menschen, welche wie mit beseelt sind, die welche so eine Lichtlein, nur klein, klein, ihn zu zünden weiter, um zu zünden mit Hoffnung. Und das ist der offene Reden über die Seele, offen erklären, dann von sich selbst. Diese, dann können sie nicht nähren, diese Seelenlose, deren Körper hat sein Ende. Der
zerfällt einfach. Mhm. Das ist das der Weg einfach. Das ist eine neue Runde. Sehr spannend. Ein schöner Schlussgedanke jetzt auch. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ja. Aber ich sage ganz herzlichen Dank, ihr Lieben, für eure Beiträge und für eure Gedanken, die ihr damit beigesteuert habt. Und ich freue mich, wenn wir wieder zusammenkommen und dann wieder so fruchtbare Gespräche miteinander führen. Vielen Dank, ihr Lieben. Auch Ihnen sage ich ganz herzlich Dankeschön, dass Sie dabei waren. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen im Namen meiner Gäste, dass Sie in Versöhnung mit sich selbst kommen, denn das ist eigentlich die Basis für die Allversöhnung, also für Ihre eigene Allversöhnung und für die Versöhnung mit allen anderen. In diesem Sinne bleiben Sie bitte achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und gerne auch zur Welt und schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn Sie mögen. Bis dahin alles Liebe und Gute. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.